Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video. Ich hatte euch ja bereits angekündigt, dass es in Smash Bros. Dieses Turnier Amiibo an deiner Seite geben wird und dass ich es machen will. Und genau das machen wir jetzt heute auch. Das Turnier funktioniert an sich eigentlich genauso, wie der Name sagt. Man spielt selber und nimmt sich noch ein Amiibo als Teamkollegen mit. Die Regeln sind leider wie in jedem Event-Turnier so ziemlich die dämlichen Free-for-All-Regeln mit random Stages und allen möglichen Items. Aber das Turnier macht trotzdem deutlich mehr Spaß als die meisten anderen. Ich habe schon eine Testrunde gespielt, daher weiß ich eben, dass es auch Spaß macht. Da bin ich einfach voll Offensive, volle Power gegangen mit Bowser und PMD. Dialga, Groudon kann man sich streiten, habe ich immer noch mit mir zurückgeändert, lol. Haben wir auch direkt gewonnen. Auch wenn teilweise die Gegner ziemlich eklig waren. Wobei ich sagen muss, ich war sehr überrascht, vor allem nachdem ich auf YouTube schon einiges gesehen hatte, dass nur einer der Gegner im Turnier 3 Kämpfe habe ich gebraucht, dass nur einer auf Level 50 war mit seinem Amiibo. Ich würde sagen, wir beginnen vielleicht. Das mit der Tür ändert sich nicht mehr, solange ich hier wohne in meinen Aufnahmen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt nicht gerade mit den starken Amiibo. Ich würde sagen, komm, wir haben ja ein Free-for-All gemacht im letzten Video. Wir nehmen jetzt einfach die Reihenfolge der Platzierung, die die Amiibo da hatten, und nehmen sie in der Reihenfolge fürs Turnier. Ich lege mir die gerade zurecht. Wir beginnen mit dem schlechtesten, sage ich mal, aus dem Turnier. Ich gehe, denke ich mal, ganz normal K-Rule. Vor allem, weil ich finde, dass... nein. Die Reihenfolge ist falsch, ich Idiot. Seemobs war Platz 6 und nicht Platz 7 im Turnier. Bisasam war Platz 7. Dann, erstes Turnier. Natürlich ist die Siegeswahrscheinlichkeit auch geringer, wenn ich mit einem nicht so starken Amiibo reingehe. Wir beginnen gegen einen Gendorf und einen Yangling. Oh Gott, ich sehe da hinten schon Doppel-Mega-Man gegen Doppel-Chrom. Hilfe. Na dann, sind wir mal gespannt, ob PMD Bisasam seinen Ruf verteidigen kann als mein schwächster Amiibo und ob wir sofort rausfliegen. Direkt Level 50 Gegner. Und wir beginnen auch direkt mit einer Run-Stage. Der scheint auch Spirit geboostet zu sein, der Youngling. Das war ein bisschen dumm von mir. Als ob dadurch jetzt nur Yoshi gestorben wäre. Ja, Deoxys nehme ich mit. Hallo, Deoxys. Ah, schade, man kann damit nur einen treffen offensichtlich. Aber das reicht, dass der Amiibo krepiert und seinen Final Smash verliert. Als ob der Amiibo den hat vom Gegner. Ich kann ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Ich bin gesprungen und hab gespot-dodged. Ich habe beides probiert, aber es ging nicht. Ich glaube, das verlieren wir. Komm. Schön. Das war nah an der Ledge. Könnte das reichen? Ah. Das reicht aber und das auch. Ja genau, haut halt noch beide drauf. Okay.
man kann doch beide treffen. Danke für die Info. Das hat den so getroffen. Aber dann hau ich halt mit dem F-Smash beide raus. Alter, der hat mich da reingekommen und ich kann mich da nicht wehren. Ich kann mich da nicht wehren. Ich habe alles versucht, mich zu bewegen. Bleib am Leben, Yoshi. Jawohl, ich glaube, wir haben das noch gewonnen, muss ich sagen. Wir hatten ein paar... Jawohl. Wir hatten ein paar gute Situationen. Wir haben den ersten Kampf überstanden. Ja, insgesamt eine Differenz von 5, also. Da kann sich keiner beschweren. Erste Runde geschafft. Günni und PMD, Bisasam. Oh Gott, und jetzt kämpfen wir gegen Doppelpit. Gar keine Schnitte. Also Dark Pit und normaler Pit halt. Genauer gesagt Super Sonic und Pit 2. Ich bin nicht wirklich gut gegen Pit. Und wenn wir gewinnen sollten, kann es sein, dass wir gegen Doppel-Mega-Man ran müssen. Will ich überhaupt gewinnen? Hier sind alle 50. Was war denn gestern los? Komm, hier. Bisasam, du hast Heimvorteil. Ah doch, wir haben schon gelandet. Jawohl. Ja, schön, die Spike-Hitbox bringt nur leider onstage nicht so viel. Ja, genau! Komm. Genau das wollte ich. Und warum der Schuss nicht gecharged hat, kann mir auch bitte mal einer erklären. Dieses Item! Das ist so broken! Hä? Digga, ich war doch noch eine halbe Stunde nicht unten. Also der eine Tod gerade eben war schon ziemlich unlegend. Ich war noch eine halbe Stunde nicht in der Blast Zone. Oh! Der Dark Pit hat SD'd. Und die Verteidigung von diesem Pit ist nicht so hoch, könnte das sein? Yoshi, hau ihn doch nicht aus meinem Angriff! Aha! Geschielt! Hä, als ob der mich trifft. Das ist das... Ich hab das irgendwie sau oft heute. Ich war im Spot Dodge. Alter! Hat Bisasam den gerade in den Final Smash gekombot? Ich glaube tatsächlich, das sieht schon wieder gut für uns aus. Das sieht, glaube ich... Ja! Wir haben schon wieder gewonnen! Bisasam, gönn dir! Ich bin Amiibo-Jesus! Ich meine, das wussten wir eh schon alle, aber meine Amiibo sind die krassesten hier in Germanien. Keiner kann was gegen mich. Und das ist mein schwächster Amiibo. Alter, wir kämpfen gegen Rembros und Rembros. Also mit Namen hat er sich ganz viel einfallen lassen. Ein Inkling-Amiibo. Auch Level 50. PMD, friggin' Bisasam, oh nein, was ist das für eine Stage? Ja genau, der
Inkling Combo und mich erstmal aus dem... Der Inkling Amiibo ist, glaube ich... Ja, die Werte von dem auch. Der Inkling Amiibo ist der stärkste Amiibo, den wir bisher heute facen mussten. Und dann noch instant die Brokene Helfer-Trophäe. Das war nicht der Plan, aber es hat funktioniert. Ich wollte eigentlich die Kiste auf den Inkling werfen. Stattdessen ist irgendwie... Ich kann gerade die Plant nicht raus... Was? Digga, das war doch noch 0%. Digga, der lebt immer noch! Ich glaube, der Amiibo von dem stirbt jetzt zum zweiten Mal, bevor er einmal tot ist. Das sieht im Moment nicht gut für uns. Ach komm. Du kannst mich mal. Hä? Ich bin doch gejumpt. Also komm, jetzt fühle ich mich gerade aber auch echt verarscht. Ja genau, geh auf den. Warum nicht, Yoshi? Ach stimmt, Logo, ich kann ja nicht einsetzen. Jetzt aber! Jetzt kann ich einsetzen. Wir müssen hier noch was rausholen. Jawohl, das reicht! Diese Sonne ist aber auch kacknervig auf der Stage. Als wenn, ich bin tot. Ich glaube, es war knapp, aber wir haben verloren. Ah! Warte, was? Ja! Easy! Jawohl! Als ob! Wir haben's! Wer ist der Amiibo Jesus? Alter, gebt euch das! Gebt euch den Unterschied! Ich und Isasam waren beide auf Null. Bei ihm war. Das war ja selten. Nee, warte. Ich glaube, der Amiibo war sogar auf minus 2 und er auf plus 2. Wir haben's einfach! Erstes Turnier! Mein vermeintlich schwächster Amiibo! Digga, ich bin der Amiibo Jesus! Ja, holen das heute alles! Hier noch schön Azura 4 Sterne. Komm, ballern mal rein. Kommen Sie rein. Genau deswegen will ich mehr von diesen Turnieren. Ich bleib beim K-Rule. Und jetzt kommt die Nummer 6 aus dem Freefall. Ich muss gleich sagen, wenn ich mir mit irgendeinem keine Siegeschancen ausrechne, ich meine, damit jetzt gerade nicht Seemobs. Okay, mit dem rechne ich mir ehrlich gesagt auch nicht gerade viele aus. So die zweitwenigsten. Aber mit Sans rechne ich mir noch weniger Chancen aus. Darf ich anmerken, dass das gerade, auch wenn es nur am CPU war, ziemlich sick war. Ha, jetzt habe ich einen Mini-Pilz. Was willst du jetzt noch tun? So, hier dauert die Suche gerade ein bisschen länger. Wen bekomme ich? Wer bist du? Du machst einfach Bayonetta F-Smashes. Der Typ macht Bayonetta F-Smashes. Was ist mit dir? Das ist einfach Bayonetta, der Typ. Und gib mir noch eine Laserknarre mit beim Verschwinden. So, nächstes Turnier. Gerade mal 8. Wir beginnen gegen Ness und Little Mac.
Willst du mich eigentlich ver... Wir haben zwei Amiibos, die einfach nur Luigi heißen. Warum Ness und Little Mac? Das ist doch ein Scherz. Bitte sag, Little Mac ist nicht voll gelevelt. Ich hab gar keinen Bock. Ich hab so keinen Bock auf diesen Kampf. Ja komm, dann noch die hässlichste Stage, die ihr so finden konntet. Und ich sehe jetzt auch schon, wie der Little Mac Amiibo drauf ist. Das erste, was er gemacht hat, war zu kontern. Als ob, ich hab doch getaggt. Oh Gott. Da habe ich gerade eine leichte Combo kassiert. Als ob beide drüber gejumpt sind. Ne. Leute, wir haben den ersten Kampf in diesem Turnier verloren. Als ob Mimik mal den verfehlt hat. Wenigstens hat Little Mac den Final Smash dann. Und ich verfehle nochmal. Alter, Seemops kommt voll gut klar. Ich aber leider nicht. Ich glaube, Ness, du kannst nicht durch Kokowai durch PK feiern. Ja, Little Mac ist offstage. Und Ness ist auch tot. Das war so gut. Oh scheiße, der hat einen Reflektor im Moment. Los, Kirby! Ah, was? Wie bin ich da drin? Einfach campen. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Jedenfalls kein Sudden Death. Ja! Easy! Guckt euch den Seemops Carry an! Seemops! Ja! Und damit sind wir auch schon im Halbfinale. Entweder gegen... Okay, Double Pokémon Trainer habe ich tatsächlich schon mehrfach bekämpft im Turnier gestern. Bowser und Luigi. Ich muss sagen, ich wäre jetzt deutlich negativer gestimmt, wenn der Bowser der Amiibo wäre. Aber wir sind weiter, wir haben Ness und Little Mac besiegt. Das reicht, damit haben wir für mich gewonnen. Wir haben das Böse in Person verbannt. Der Luigi ist auf 35. Der Luigi ist nur auf 35. Ah, Seemops hat... Alter, was macht Seemops? Warum ist mein fucking Kirby so sick? So. Ach, als ob der Luigi überlebt. Ach so, der Luigi ist auf 35, hat aber schon Spirits. Da fuck. Ich glaube, der Typ hat Amiibo-Trainieren nicht verstanden. Oh mein Gott! Aber ich habe gerade einfach mit der Todessense beide weggeschottet. Digga, warum ist mein fucking Kirby so krass? Jetzt hat er die Goldverkleidung da. Verkleidung, ne?
Das Gold macht einen fucking OP. Schön, wie ihr beide auf mich gerannt kommt. Seid ihr ein bisschen lost? Ich hab meinen Final Smash und die rennen beide in mich rein. Ich meine, es war klar, dass die beide überleben, aber... Oder auch nicht, wenn Bowser einfach nicht recovered. Ah, schade, sie haben sie Mobs einen Stock gezogen. Wobei man auch hinter... Komm, Seemobs, jawoll! So, und ich hol mir nebenbei den Bowser. Warum ist dieser Kampf so viel einfacher? Und ich hab das... Als ob der lebt. Ja, ich muss reinfliegen, leider. Das überlebe ich auch nicht. Aber komm, es steht so gut für uns. Ja, er hat uns beide getroffen. Schön für ihn. Jawohl, wir kriegen so... Ey, das war eine Zerstörung. Da kann mir keiner was sagen. Noch schöne Konter. Das war eine Zerstörung. Die hatten keine Chance. Wie deutlich war das? Differenz von 10. Wir sind schon wieder im Finale. Ich bin der Amiibo. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, danke. Ich hab so... Alf und Schulk. Was ist das für eine Kombo? Hilfe. Das ist ja fast so schlimm wie Ness und Little Mac. So, ich rechne mit 50. Nochmal ein 35er Luigi! Was habt ihr alle? Könnt ihr eure Viecher nicht trainieren? Aber Spirits hat der auch schon. Der macht mich wirklich nur Forward Smash. Digga, hat dieser Luigi mich gerade geupbeat? Mein Quajutsu. Mein Luigi. Nochmal mein Quajutsu. Jetzt mal im Ernst, das sieht aus wie der nächste Free Win! Ah, schade, hat er gut gemacht. Ich meine, ich werde dadurch jetzt nicht sterben. Alter, die Helfertruppe hier. Haben wir den ja mal des Todes gezogen. Wir zerstören die! Was ist das? Wir gewinnen das zweite Turnier in Folge! Und das zweite überhaupt! Wir müssen aufpassen, weil der Hammer Bro da gut und gern den Fake Smash Ball. Okay, wir haben jetzt auch keinen Bock mehr. Quajutsu haut eine halbe Stunde auf den Smash Ball, dann fliegt er zu mir. Ich hätte ihn einmal. Ja, muss reichen, nehme ich. Als ob das noch Range war. Ja, jetzt bin ich, denke ich, mal tot. Alles andere würde mich wundern. Ich dachte kurz. Jetzt noch auf Luigi aufpassen. Der hat den auch gerade. Ich sag auf Luigi aufpassen und renn einfach rein. Genau, Seemobs, hol du den... hol du Mother Brain. Dieser Luigi hat aber auch keine... Ey, das ist so broken. Die konnten beide nicht überleben. Die waren in Kirby's Final Smash gefangen. Und ich habe ihnen noch Back Air und Upsmash gegeben. Das war so easy. Das ist so locker. Wir haben das zweite Turnier in Folge gewonnen. Mit meinen beiden schlechtesten Free-for-All-Amiibo. Wieder so saukrass.
Differenz von 12. Was ist das? Nichts hält mich auf. Ich bin der Amiibo-Jesus. Was wollt ihr denn gegen mich machen? Ich bin einfach zu gut. Ich schicke dir gleich den Weltmeister auf den Hals. Er noch Omega Ridley Gun. Ja, was will der gegen meine Amiibo machen, Mashallah? So, jetzt aber, Leute, wenn... Ich sag's, wie es ist. Wenn ich das Turnier jetzt gewinne, dann dürft ihr irgendeine behinderte Smash Bros. Bezogene Bestrafung in die Kommentare schreiben. Ich mach die. Wenn's ist, eine Stunde lang Rob in Elite Smash bringen, versuchen oder so ein Bullshit. Ich mach das. Wenn wir das Turnier jetzt auch noch gewinnen. Wir nehmen jetzt ja Sans, bei dem ich schon gesagt habe, bei dem glaube ich nicht. Wenn wir das gewinnen, der hat ja auch keinen Verteidigungsboost. Und das ist für ein Free-for-All ja nochmal schlechter. Okay, keine lange Wartezeit. Wieder 8. Wir beginnen... Alter, da drüben Doppelzeug. Wir beginnen mit Hero und Inkling. Das ist schon richtig mies. Ich sag euch, jeder sieht, ich habe einen Megane Amiibo und jeder weiß, okay, Sans. Stimmt, und man sieht ja auch noch den Namen. Der macht's auch nicht gerade unwahrscheinlich, ja. Tinti auf 50. Super. Der Name ist... Oh Gott, Walk off Stage. Okay, der Amiibo beginnt direkt von ihm. Der Amiibo begeht nach 2 Sekunden Selbstmord von Hero. Ach so, er ist auf 70%. Er hat eine Missile von Genocide kassiert. Ah, oh Gott, wir sind beide raus. Oh, das wäre fast das Krasseste geworden, das so geht. Nein, sie haben den ganzen Stuff jetzt bekommen. Das Pokémon, wo ist das hin? In meiner Hand. Okay, bin tot. Außer der Inkling. Verkackt den F-Smash oder macht ihn in die falsche Richtung, das wäre auch verkackt. Okay, da haben sie mich aber auseinandergenommen. Wir könnten hier gut und gern den ersten Kampf verlieren. Digga, ich hasse auch Hero zu bekämpfen. Ja, was soll ich denn machen? Wir sind beide raus, auf jeden Fall. Oder? Nee. Danke, dass du versuchst zu schielen, aber nee, ich glaub echt nicht dran, dass wir das gewinnen. Er trifft Genocide, aber der ist nur auf 4%. Und ich meine, er hat ja keinen Verteidigungs-Debuff. Oh Gott, hilf mir! Nein, wie kacke war das? Jawohl, Final Smash nicht gut gehittet von mir. Als ob Sans Genocide trifft perfekt und haut beide raus. Hat der gerade die Helfer-Trophäe gecrittet? Oh, Hero failed nochmal. Als ob, wenn der Kill jetzt entscheidet. Der wäre gestorben, der Inkling. Wenn der Kill jetzt entscheidet. Tut er nicht. Genocide! Jawoll! Digga! Wie geht das? Ich bin zu gut! Ich bin zu gut für diesen Modus! Die bannen mich hier noch! Willst du mich verarschen? Ich sehe gerade erst, wie der Typ heißt, gegen den ich jetzt kämpfe. Sein Ike-Amiibo. Ikea! Digga, allein für den Namen muss der doch gewinnen. Oh Mann, man spielt der Typ selber schon wieder Inkling. Ich hasse Inkling. Ja, er spielt Inkling.
und IKEA Level 50. Jo, ich find's super, wie Genos halt jetzt auf 68% ist nach 2,5 Sekunden. Als ob der mich dort trifft! Ja toll, okay, vergesst es. Der Kampf ist gefühlt jetzt schon gelaufen. Der Kampf ist gelaufen, vergesst es. Hä, ist der Ike schon mal gestorben? Na, das ist so los. Das glaubt man gar nicht, wie sehr wir das verlieren. Ja, Ike haut mich noch zusammen währenddessen, damit ich... Oh, ich sterbe nicht. Ja komm, dann kriegen die noch die gebrochenen Helfer-Trophäen. So. Das war zwar leicht unlegit Hitbox, ich hab dem so die Haare gestreichelt. Aber ich beschwer mich nicht. Ah, da kommt die Plattform. LOL! Das war die geilste Team-Kombo mit einem Item, die ich bisher gesehen habe. Komm, Sans, mach. Und tritt nächstes Mal auch. Scheiße, gefällt. Nee. Also jetzt wirklich komplett for real, wenn wir das gewinnen. Ich habe ja auch schon gesagt, wir werden nicht mit Sans als Amiibo gewinnen. Nein, die liegen safe so 80 Stocks gefühlt vorne. Ich kann mich nicht bewegen. So, das war's. Erster Tournament lose heute. Alles andere ist unrealistisch. Ja. Das war klar. Ich sagte ja auch von vornherein, mit Sans gewinnen wir nicht. War gar nicht mal so deutlich. Ich dachte, wir hätten höher verloren. Aber wie gesagt, mit Sans war mir relativ klar, das wird nix. Dritter Platz. Okay, ist nicht schwer, wenn man dafür nur einen Kampf gewinnen muss. Aber Sans, das war nichts. Ja. Das heißt, ich muss keine behinderte Bestrafung machen, ha, Opfer. So, das ist auch wahrscheinlich für die Zeit gut, ansonsten wäre es knapp geworden, alle durchzubekommen. So, jetzt zum ersten Mal machen wir hier Mirror, also beide denselben Charakter. Platz 4 des Freefalls ist am Start. Amiibo der Herzen, PMD Günther, K-Rule Amiibo. Ist zumindest nicht so verwirrend wie gestern. Gestern habe ich, wie gesagt, mit Jaeger gezockt, den blauen Bowser, und habe selber für Bowser noch den blauen Skin genommen. Digga, das ist der einzige Grund, warum wir gewonnen haben. Ich habe ehrlich sauscheiße gekämpft, muss ich sagen. Jaeger hat mich vollkommen gecarried. Ich glaube, in einem Kampf war ich besser als Jaeger von den Stats her, aber auch nur. Guck mal, ich hab eine Bombe. Bombenprank! Bombenprank! Sag mal, kapierst du jetzt mal? Oh, das könnte ein volles Turnier werden. Sag mal, willst du mich flachsen? Der hat gar keinen Bock zu sterben. Das könnte ein volles Turnier werden. Wem erzähle ich hier irgendwas? Oh Gott,
da drüben sehe ich einen Bowser Amiibo. Ich glaube, das ist der erste heute. Und Ganondorf haben wir bisher überraschenderweise auch noch nicht gesehen. Gegen Ganondorf hat Günther von den möglichen Gegnern noch so ziemlich am meisten Übung. Natürlich spawne ich direkt beim Ganondorf am... Hä? Der nimmt Sau-Damage. LOL, was? Nein! Günther, warum rettest du ihn? Wir haben diesen Ganondorf-Amiibo doch gerade so schön zertaggt, Team. Ich hab mich nicht gesehen. Ah, ich sehe aber. Zumindest hat Günther sich den Flying Man geholt. Ich kriege in dem Kampf nichts geschissen. Ich bin gerade legit grottenschlecht. Als ob der K-Rool mich, der Ganondorf mich so hittet. Das kriegst du zurück. Jawohl! Die Team-Kombos! Günther haut sie beide in mein Final Smash! Als ob der noch recovern kann. Nein, sie haben Flying Man! Okay, tschüss. Als ob der uns beide gehittet hat, vor allem weil ich wieder geairdodged habe. Aber ist ja heute nichts Neues, wie wir wissen. Habe ich gerade mit meinem Propeller den Flying Man rausgenommen. Als ob, ey, warum durfte ich nicht mehr? Super Teamabsprache, wir verlieren den ersten Kampf mit Günther. Ah, nur ein. Oh, der hat Fast Fall, der Ganondorf. Aber wir sind nah an der Ledge, vielleicht kills. Jawohl. Ich hole uns Flying Man. Nein, Metanite wäre fast noch gestorben. Ich kann mir vorstellen, dass das was entschieden hätte. Was? Wir haben gewonnen? Ich dachte, wir haben verloren. Nee, wir haben mit einer Differenz von 2 gewonnen. Das K-Rool Doppel. Holt sich Gold im Tollsein. Oh Gott. Schon wieder Inkling. Was ist mit euch? Wieso hat jeder entweder Inkling selber oder ein Inkling Amiibo hier? Ich hasse Inkling. Und gegen Zero Suit bin ich schlicht und ergreifend nicht gut. Level 50 Zero Suit Amiibo. Ich wusste nicht mal, dass es ein Zero Suit Amiibo gibt. Willst du mich flachsen? Zero Suit hat einen Speed Boost. Glaube ich auch. Ist genau das, was Zero Suit Samus braucht. Danke fürs Reinspringen, Inkling. Oh, ich habe wieder auf den Falschen geguckt. Ich weiß gar nicht, wie das so passiert, wenn wir nicht mal denselben Skin spielen. Bei Dialga gestern ist mir das nie passiert. Aber hier habe ich bisher auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Oh, ist Inkling gerade auf 0 gestorben? Ich habe hier ein besseres Gefühl als im letzten Kampf bisher. Ich habe das Gefühl, vor allem der normale Spieler bei den Blauen, der...
habe ich gerade zweimal die Back Air gemisst, während der Gegner sich in der Luft nicht bewegen konnte. Achtung! Oh, das war nicht schlecht vom Inkling. Da habe ich einen Stock verloren. Da kann ich auch nichts machen. Ah, nein, Miss. Also mit dem Final Smash Aim habe ich's nicht. Oh, wir haben das Eklige. Hier, Inkling. Willst du mich flexen? Das war so unnötiger Disrespect. Das war... Aua, dieser Disrespect am Ende. Durch den Wind hätte der Inkling ohnehin nicht recovern können. Und dann kommt Günther und sagt, komm, Final Smash. Ja, Haus hoch. Wir sind erneut im Finale. Ihr seht, meine Amiibo sind hier. Komm bitte, ich würde lieber gegen Terry und Bowser kämpfen. Als gegen fucking Taylor und Robert. Captain Falcon ist so einfach aus Prinzip ein scary Character. Und Luigi hatten wir heute ja schon mehrfach. Zweimal Level 50, zweimal Level 35. Und vor allem auf Level 50. Wir tag-teamen diesen Falcon gerade aber schon extrem. Jawohl, wir haben zum ersten Mal Falcon einen Stock gezogen. Luigi SD'd. Ey, ich muss sagen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Luigi hat keine Spirits. Nein, ich hatte den doch gerade. Ja. Ach so, man verliert den Effekt gleich wieder, wenn man stirbt. Jawohl, Luigi ist wieder tot. Ah, ich glaube ich aber auch. Wir sind so nah an der Blast Zone. Trotzdem glaube ich, es steht im Moment gut für uns. Lass mal den Falcon da leben. Ah, schade. Ich dachte, ich treffe. Das war nicht mein Input. Falcon, da solltest du nicht in mich reinrennen. Natürlich ist auch die Frage, ob andere ihre Amiibo vielleicht auf Items trainiert haben. Was ich ja nicht habe, wie ihr vielleicht wisst. Tschüss. Oder? Warte, wo schießt er hin? Nein, ich dachte, ich käme zuerst. Ich wollte taggen. Oh, Falcon hat gerade einen Reflektor. Der schützt ihn aber nicht vor dummen Falcon-Punches. Jawohl, Günther! Ich verfehle die Back Air. Günther holt sie sich. Und ich hole uns diese Helfer-Trophäe. Fucking Starfy. Okay. Das hat er nicht schlecht gemacht, aber ich werde nicht sterben. Meine Klebebombe ist weg, oder? Ich konnte nicht aufhören. Komm, das haben wir doch gewonnen, oder? Jawohl! Nächstes Turnier gewonnen! 4 Amiibo, 3 Turniersiege! Was wollt ihr machen? Hier, wer sagt, meine Amiibo sind scheiße? Hör, komm her, guck! Wer sagt, meine Amiibo sind scheiße? Wenn ich daran denke, wie lange ich gebraucht habe, um mein erstes 1v1-Turnier zu gewinnen. Und dann habe ich es einmal aufgenommen und im ersten Versuch gewonnen, lol.
Und jetzt hier! Jetzt holen wir hier alles raus! Und die Stärksten fehlen noch! So wie es bisher läuft, kommen zwei Wins noch sehr sicher. Jetzt kommt so das eine Turnier, bei dem ich nicht unbedingt auf den Sieg wetten würde. Auch wenn Lord Ecke ja immer mal eine überraschende Performance leistet. Bisher lief es überraschend gut. Der einzige, bei dem es mir eh schon klar war, dass ich nicht gewinne, mit dem wir dann auch verloren haben, war Sans Genocide. Aber ansonsten... Und außerdem, da gönne ich es auch den anderen. Ich meine, der hieß einfach Ikea. Der Amiibo hieß einfach Ikea. Da kann man es denen doch auch gönnen. Das war einfach Ikea-Ike. Ich will alle Amiibo heute durchbekommen. Die Zeit ist dafür auch relativ gut. Okay, wir werden ein bisschen länger brauchen als eine Stunde, vielleicht 5 oder 10 Minuten, aber das nehme ich in Kauf. Das Einzige, was ich nicht weiß, ich denke, ich mache nach dem Turnier... Oder wisst ihr was? Kurz zur Sicherheit neue Aufnahme. Ansonsten sagt es noch irgendwann mittendrin, ja, maximale Aufnahmelänge erreicht. Okay. Samus Smash. Wir müssen gegen Morten und die Ice Climber ran. Isaac und Brandon. Was haben alle für Namen auf ihren Amiibo? Brandon, der Ice Climber Amiibo. Vor allem, das sind zwei. Heißen die beide Brandon oder was? Die großen Fragen des Lebens heißen bei einem Ice Climber Amiibo jetzt beide Brandon. Okay, wir haben schon mal den einen Eisklimber, der halt nichts zu sagen hat, weg. Wessen Helfer-Trophäe? Okay, das ist deren. Oh Gott. Okay, gerade eskaliert es ein bisschen. Lord Ecke, wo bist du? Was tust du? Hilfe! Okay, Morten ist raus. Ja, überlebe ich nicht. Würde mich stark wundern. Warte, wenn ich hier ganz runter gehe. Nee, das hat mich trotzdem straight nach oben weggeballert. Jetzt habe ich natürlich auch den Nachteil, dass ich einen Mario-Amiibo dabei habe. Vermutlich den Amiibo mit dem schlechtesten Final Smash im Game. Weil, seien wir ehrlich... Marios Final Smash ist so useless. Hilfe! YOLO. Wenn ich verfehlt hätte, wäre ich tot. So ist Morten tot, auch wenn es vielleicht ein bisschen Verschwendung war. Boah, ich hatte kurz die Hoffnung, aber nee, das ist Morten, der kann ganz gut recovern, vor allem auf horizontaler Ebene. Darf ich anmerken, dass mich Riesenmorten aber gerade ein bisschen stört? Nein! Ich hab gefailt! Ich hab zwar... Als ob! Wir verlieren. Wir verlieren das. Es sieht sehr schlecht aus. Marios Final Smash macht halt nichts. Noch ein Cheese Kill. Vielleicht hat der uns geholfen. Ja! Also vielleicht auch, vielleicht war er nicht nötig. Differenz von 2. Dadurch, dass sie einen verloren haben durch den Cheesekill und wir einen gewonnen, heißt das, ohne den wären wir im Sudden Death gewesen. Das heißt, der hat gemattert. Oh Gott, und jetzt dürfen wir gegen Ness und DDD oder gegen Toon Link und Melinda. Melinda ist auch immer bedrohlich.
Melinda Amiibus sind so fucking scary, Alter. Man sieht's denen nicht an, aber... Vor allem alle Melinda Amiibo haben dasselbe Outfit. Und dann hat sie noch einen Vorteil. Oh Gott, das wird schwer. Okay, aber die scheint vor allem aufs Angeln trainiert zu sein. Die scheint gar nicht auf Verteidigung trainiert zu sein. Das ist saugut für uns. Hä, hatte ich nicht gerade eben noch gehabt, die Hokotate-Bombe? Ey, Lodecke. Ah, ich habe aber die Falle, glaube ich, noch legen können. Nein, der Meisterball ist weg. Aber okay, besser weg, als dass sie ihn haben. Und ich hatte ein Item in der Hand. Willst du mich flachsen? Ich glaube, es sieht wieder schlecht für uns aus. Diese Melinda Combo nicht einfach. So. Toon Link ist vielleicht tot. Ich glaube, der hat getaggt. Melinda wird aber sterben. Vor allem, da sie eben offensichtlich nicht... Ja, Toon Link ist auch tot. Ich glaube sogar, Toon Link hat getaggt. Aber wegen diesen paar Frames, die... Er hat ein paar Frames durch meinen Final Smash verloren. Warte. Ich glaube, Melinda hat super Armor. Und Lord Ecke begeht Selbstmord. Nee, das ist nicht gut. Ja, Melinda hat super Armor. Alle hatten gerade Final Smash. Habe ich das richtig gesehen? Dann bin ich jetzt dran. Ich treffe beide. Das wird beide töten. Jawohl. Keine Chance, dass einer überlebt. Ich meine, Lord Ecke macht... Riesen K-Rool kann nichts tun, Mann. Oh, aber Toon Link schielt. Als ob sie mich gekillt hat. Junge, wenn der Kill jetzt mattert. Wenn der Kill jetzt mattert. Okay. Wir sind trotzdem weiter. Ja, dementsprechend hat der Kill auch nicht gemattert, aber es war knapp. Es war knapp, eine Differenz von 2. Ein Kill für sie hätte entschieden. Aber erneut stehe ich im Finale. Entweder gegen Babak und Donkey Buck. Was ist denn mit dem los? Was habt ihr mit Namen? Gegen Marv und Donkey Kong. An sich Heavy Amiibo sind mir lieber zu bekämpfen, muss ich sagen, als normale. Das sage ich, wie es ist. Am liebsten wäre es mir, wenn ich überhaupt kämpfen dürfte. Nicht so... Das ist jetzt ein Gag, oder? Cool. Lord Ecke wurde zwar das Finale entzogen, aber komm, das hätten wir gewinnen können. Sagen wir es, wie es ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das in der Rechnung mit einbeziehe. Ich werde es so formulieren. Bisher hat Genos halt verloren und alle anderen Amiibo haben gewonnen, teils mit Betrugsfaktor. So. Und jetzt kommt der berüchtigste aller Amiibos. Platz 2 des Free-for-All-Tournaments. Die dunkle Macht. Ein kranker Donkey Kong Amiibo. Passt ja. Ich glaube, gerade eben wollten die uns nur nicht kämpfen lassen, weil wir haben jetzt ja eh schon Donkey Kong. Da brauchen wir nicht im Finale noch einen Gegner. Vor allem finde ich super, wie wir jetzt nicht mal Belohnungen für einen dritten Platz oder so bekommen haben bei dem Turnier gerade eben.
sondern wirklich gar nichts. So, nächstes Turnier. Wieder Achter. Ach, wir haben sogar einen K-Rule anderen mal dabei. Da hinten, Big Rule. Und zuerst kämpfen wir gegen Wii Fit. Oh Gott, wirklich? Wenn wir gegen Wii Fit und Ridley gewinnen sollten, dann müssen wir entweder gegen Pichu oder Pikachu als Amiibo. Und der andere ist Ganondorf oder Rob. Das ist nicht schön. So. Komm. Ich zähle auf dich, dunkle Macht. Ja, beide Gegner sind bereits auf hohen Prozenten. Der gegnerische Ridley ist tot. Der Ridley wirkt nicht so stark, habe ich das Gefühl. Vor allem im Vergleich zur dunklen Macht nicht. Achtung! Ja, ich wollte gerade sagen, der Sternring könnte killen. Und aufs Kommando stirbt Ridley am Sternring. Die dunkle Macht aber nicht. Oh, ich aber jetzt, aber nicht am Sternring. Jawohl, schön Final Smash beschlagnahmt. Die gehört uns. Ich glaube, der Beginn ist gut für uns. Schade, die Helfer-Trophäe hat es beschlagnahmt. Ich blicke nicht so sehr durch, muss ich jetzt sagen. Okay, die dunkle Macht wurde getroffen, aber wird nicht sterben. Ich glaube, der Kampf sieht sehr gut für uns aus. Sag mal, was ist eigentlich gerade mit der dunklen Macht los? Der steht da hinten und footstompt alles und jeden. Alter, ich hasse diese Pistole. Oh, die dunkle Macht ist raus. Ja, die Zuschauer haben es auch verstanden. Die dunkle Macht hat Final Smash. Nicht auf Ridley, nicht auf Ridley. Genau, jetzt kannst du den raushauen. Hau den Final Smash raus. Kann der verloren gehen, wenn er durch einen Smashball erhalten wird? Anscheinend nicht. Schön, wie er den nicht rausgehauen hat. Aber ich denke, das müsste doch reichen. Ja. Das reicht auch. Team Rot. Mit einer Differenz von, aha, wir haben einen Selbstmord. Nee. Ja, auf jeden Fall habe ich tatsächlich den Kampf gecarried. Und es war ein relativ deutlicher Win. Also entweder Rob und Pikachu oder Ganondorf und Pichu. Ganondorf und Pichu ist es. Wenn wir das gewinnen, wäre mein Lieblingsfinalgegner von Snake und Link oder Donkey Kong und Piranha auf jeden Fall das Donkey Kong Piranha Duo mit Mr. Potato und Mr. Piranha. Super Namen. Aber dazu jetzt erst einmal dieser Kampf. Der Ganondorf scheint keine große Ahnung vom Split zu haben und einfach nur Ganondorf zu nehmen, weil es Ganondorf ist. Oh Gott. LOL! Die dunkle Macht hat beide gespiked! In der Sekunde, in der die Stage hier sich geöffnet hat. Ich hab den Mond. Ich bin tot. Der Mond hat irgendwie nichts gemacht. So, Ganondorf ist tot. Wir haben Crystal auf dem Feld. Die dunkle Macht verliert einen Stock. Unnötig, der wäre eh gestorben.
Peach steht da oben und denkt sich, scheiße. Okay, das trifft mit 100%iger Sicherheit niemanden. Not so easy, Gendor. Wo bin ich? Ach so, da hinten. Gendor. Nein. Du kannst dich nicht einfach da hinten hinstellen. Der Gendor hat wirklich keine große Ahnung vom Game. Das ist offensichtlich. Oh nein. Schlechte Helfer-Trophäe. Wo bin ich? Ich habe Sauglück, dass ich nicht gestorben bin. Ich habe nur mitbekommen, dass sich in der letzten Sekunde eine Lücke geöffnet hat. Als ob ich tot bin. Als ob wir beide tot sind. Alter, ich dachte kurz... Jawohl, Gendorf, du Idiot! In der letzten Sekunde abbiegt er sich selbst aus der Seite raus. Wenn das gemellert hat, lache ich ihn aus. Warte, sie haben 2 Abzug, dadurch bekommen wir kein Plus. Ja, wäre trotzdem noch Differenz von 4. Und ein weiteres Mal stehen wir im Finale. Ah, gegen Mario und 8-Bit-Link. Snake und normaler Link. Schade. Mr. Potato und Mr. Piranha sind nicht weitergekommen. Jetzt haben wir Projektile ohne Ende. Das ist nicht gut für die dunkle Macht. Ja, das 8-Bit-Link-volle Level, das habe ich mir gedacht. Wir hatten, glaube ich, 2 nicht vollgelevelte. Kann das sein? Beide Luigi. Okay, Snake hat etwa 2 Sekunden gebraucht, um Selbstmord zu begehen. Snake hat keine Ahnung von seinem Charakter, das sieht man. Der steht da und spammt F-Smash. Link ist an irgendwas... Oh! Aber das muss man ihm lassen. Forward erst bei mit Snake... Alter, die dunkle Macht! Ach, sie hatten den Pokéball. Tschüss, Snake. Das sieht gut aus. Okay, das war nicht der Plan. Okay, tschüss. Sag mal, das war scheiße von der dunklen Macht. Lol, der Final Smash. So, das wird nicht töten, aber wird Damage dealen. Link hat sich durch irgendwas geheilt? Ach so, der hat Auto-Heal. Hat ihm bisher aber nicht so viel gebracht, habe ich das Gefühl. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Wir leben beide. Ah, das war dumm von mir. Warum savest du ihn denn, dunkle Macht? Aber trotzdem,
Wir haben das nächste Tournament gewonnen. Was ist denn mit uns? Wir sind zu gut, ich und meine Amiibo. Wir sind Dream Team. Und damit machen wir uns auf ins letzte Turnier für heute. Der Junge, mit dem ich gestern schon was gewonnen habe. Wobei man sagen muss, dass gestern eben die Gegner waren irgendwie nicht so auf der Höhe. Das letzte Turnier, Alter, das macht mir echt zu viel Spaß, dieser Modus. Ich gehe auf K-Rool und nicht wie gestern auf Bowser, auch wenn es geklappt hat. Aber mit K-Rool fühle ich mich sicherer. Wie gesagt, ich musste mich von Dialga carryen lassen. So, letzter. Wenn wir das jetzt gerade verlieren, wäre das irgendwie zwar seltsam, aber beschweren könnte man sich trotzdem nicht, nachdem wie gut es lief. Ich bin immer noch vor allem überrascht, dass dieser Sam sein Turnier mit mir gewinnen konnte. Wirklich. Wirklich. Wir haben Ikea und 8-Bit-Link schon wieder da. Oh nein. Vor allem, wenn wir jetzt gewinnen, müssen wir vielleicht wieder gegen Ikea und seinen Owner ran. Und jetzt ist es sogar nicht mal mehr ein Inkling, sondern eine Zelda, der Typ. Aber jetzt müssen wir erstmal an Isaac. Isaac hatten wir doch auch schon heute, oder? Ich habe das Gefühl, wir treffen jetzt noch mal im letzten Spiel. Ich habe nicht Up-B gedrückt, ich habe Side-B. Neutral, nicht Side. So, das überlebt Cloud nicht. Und das überlebt Diddy Kong nicht. Erste zwei Stocks sind gezogen, beide für uns. Oh Gott. Okay, Diddy Kong Skill-Based Final Smash am Start. Schön hier in die Richtung. Die ein. Ja, trotzdem verloren. Also Stock. Okay, ich gönne uns Rathalos. Cloud stirbt am Stage-Kniff. Ich habe Amiibo. Ja, Amiibo habe ich, das weiß ich. Ansonsten wäre ich nicht hier, wenn ich keine Amiibo hätte. Als ob mich das gehittet hat. Komm, renn rein. Dann halt nicht. Oh Gott, da liegen zwei Teile von dem Rotz. Und da ist das dritte, weg damit. Nein, ich hab's gedroppt. Oh Gott. Er hat so verkackt. Okay, da hat der Cloud gerade Dialga einen Stock gezogen. Ey, hat Dialga sich etwa cheesen lassen? Oh Gott. Alter, ich dachte, ich wäre tot. Nicht sterben. Es wird knapp, glaube ich, tatsächlich. Aber wer redet von knapp? Ja, insgesamt eine Differenz von 4 war es immer noch. Wer redet denn hier von knapp, Leute? Und jetzt könnte das Rematch kommen. Es könnte das Rematch kommen. Da sind noch welche im Sudden Death offensichtlich, sonst wäre es jetzt durch. Wundert mich, dass wir das heute gar nicht hatten. Gestern musste ich gefühlt nach meinem ersten Kampf eine halbe Stunde warten. Das Rematch. Das Rematch steht an, Leute. Komm. Komm. Dieses Mal werden wir Ikea und... Wie spricht man das? Kamuki besiegen.
Sans konnte es nicht schaffen. Aber Sans war auch Sans. Kamiyuki. Wenn ich's falsch ausspreche und du bist sicher auf jeden Fall hier, guckst das Video bis zu dieser Stelle, bis in Kommentaren aktiv. Sorry, kann's ja schreiben, wie man's ausspricht, lel. Oh, das war eine schöne Kombo von mir und Ehrenmenschen. Ehrenschildkröte. Ich glaube, der erste Stock muss immer noch... Oh Gott! Ja, jetzt haben wir beiden Stock verloren. Ganz bitter. Weil ich aus irgendeinem Grund gedacht hatte, dass ich direkt gestorben wäre. Aber das war Dialga. Nein, ich wollte gerade kontern. Ah, der Amiibo carried diese Zelda. Die Zelda steht hinten und spielt defensiv. Während der Amiibo sie carried. Jawohl. Nein, Zelda lebt. Nein, was, als ob die so eine Eric. Wir liegen hinten. Es sieht so schlecht für uns aus. Was ist denn mit Ikea? Alter, diese Zelda nervt aber auch. Ja komm, Zelda Final Smash. Ja komm, was ist denn das? Also diese Zelda macht mich jetzt schon salty. Wir verlieren jetzt gerade das Turnier mit dem wahrscheinlich stärksten meiner Amiibo, weil wir nochmal gegen Zelda und Ikea müssen. Nein, ich habe so gehofft, sie stirbt noch, wir haben das verloren. Ihr könnt mich doch mal! Was ist denn mit denen? Oh, vor allem, wenn sie tot wäre, oder? Nee. Aber als ob... Als ob wir nochmal gegen Ikea rausfliegen. Komm. Ja, danke, Spiel. Ich hoffe, dass Mario und 8-Bit-Link weitergekommen sind und im Finale jetzt gewinnen. Und ich lasse mir das nicht bieten. So, letztes Turnier für heute. Dialgas Rematch. Dieses Mal spielen wir auf volle Macht. Und das nicht mit der dunklen Macht. Abbeamashing wäre auch sinnvoll, ich weiß. An sich bin ich zwar nicht so sicher mit Bowser wie mit K-Rool. Die Sache ist vor allem, nee, wir können nicht nochmal auf Ikea und die andere treffen. Ich merke mir nur Ikea. Ikea ist mein Nemesis. Ich sage euch, ich kaufe nie bei diesem Saftladen ein. Kann die Gegnersuche jetzt mal vollständig werden. Hellel, als ob das gekillt hat. So, letztes Turnier. Wir spielen schon wieder gegen einen Brandon. Hä, als ob, wenn ich K-Rool genommen hätte, hätte es sein können, dass wir ein...
Der Typ da rechts. Der eine. Der hieß nicht Duschgel und hat Ness gespielt. Jetzt ist die Frage, natürlich auch hier, Brandon, der Rob. Rob. Rob und Mewtwo. Ist vermutlich nicht so das Beste für einen Bowser. Und dieser Rob spielt wie ein Wi-Fi-Rob. Ah, ich dachte, der Rob hätte den noch. Den Pokéball. Ich wollte eigentlich F-smashen, aber egal. Beide Gegner haben Stock verloren. Ja, man merkt, dass es bei mir nicht so läuft, wie ich es haben will. Da verliert Mewtwo seinen zweiten. Rob ebenfalls. Kacke. Oh nein, Rob Final Smash ist ja im Game. Tot. Oder? So, jetzt zeige ich euch tot. Guck mal, sogar mein Kollege hier macht mit, euch tot zu zeigen. Das war eine schöne kleine Kombo, die ich gerade auf dem Rob gelandet habe. So, das holen wir doch. Danke, dass ihr euch so nah aneinander stellt, du und dein Amiibo. Das bringt einen Final Smash mehr Value. Ich werde sehr wahrscheinlich nicht ohne noch einen Tod hier rauskommen. Ja, Rob Final Smash, tschüss. Oder? Nein, er hat die Mewtwo hergemacht. Fakt ist aber, das müssen wir eigentlich gewonnen haben. Ja. Und ich habe sogar gecarried. Das ist der deutlichste Sieg, den wir heute hatten. Differenz 14. Das wäre jetzt natürlich ganz klasse, wenn wir jetzt gegen Omega Sanes und sein Zeichenspam kämpfen müssen. Stellt euch vor, ich werde an. Okay, so viel dazu. Wir spielen gegen Edwardo und Colgate. Ist Colgate? Ich will jetzt keine Scheiß labern. Colgate ist doch irgendwas, das mit Zahnpflege zu tun hat, oder nicht? Irgendwie entweder so Bürste oder Pasta oder sowas. Oh Gott, und Duschgel ist weiter. Oh Gott, wenn wir das gewinnen, müssen wir im Finale entweder gegen Ness und Pummeluff oder Peach und Daisy ran. Aber erstmal müssen wir an Edwardo und Colgate vorbei. Und meine Theorie mit dem Zahnpflegezeug verstärkt sich, da er den Zahnpasta-Skin genommen hat. Okay, der Mewtwo-Amiibo scheint not bad zu sein. Hängt das eigentlich irgendwie mit den Prozenten zusammen, was die so machen? Ah, der Flareblitz hat keine Chance gegen den goldenen Hammer. Oh Gott. Solange ich winzig bin, sollte ich vielleicht von dem wegbleiben. Das trifft mich ein bisschen zu genau. Jawohl, beide gehittet.
Kolgate nimmt halt fast keinen Damage. Ja, okay, ist vermutlich so besser. Ja. Okay, Glurak begeht Selbstmord. Alter, wenn wir beide diese Sonne F-smashen. Als ob der in die Richtung macht. Oh, aber die Sonne. Alter, diese Sonne ist gerade so stark. Nein, so knapp an allen vorbei. Ich glaube wirklich, die Sternringe hängen damit nicht mit den Prozent zusammen, sondern damit, wie heavy ein Charakter ist. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann ist Bowser so gut für die. Oh, ich habe auf den falschen Bowser geguckt. Vor allem, die Sache war die, ich habe auf den falschen geguckt, weil ich habe eigentlich, bin auch nur gesprungen forward, genau wie der. Aber es juckt nicht, wir haben gewonnen und wieder habe ich gecarried. Jäger hatte negativ, der hatte keinen einzigen KO. Genauso wie der andere Amiibo. So, und Finale. Letzter Kampf für heute. Bitte sag, wir müssen, obwohl ich will, gegen keins der beiden Teams daran. Die sind offensichtlich im Sudden Death. Bitte, weder noch, gib mir den Sieg einfach ohne noch einen Kampf. Oh Gott, wir müssen gegen Duschgel und Kelly, das bedrohlichste Duo aller Zeiten. Der eine große Vorteil ist Ness und Pummeluff. Also wenn das nicht die Ausgeburten von Leichtgewichten sind. Andererseits kann es natürlich sein, dass die uns schön über die ganze Stage so... Ja. Gleich. So, scheiß Stage, danke. Nicht echt, oder? Oh was, Pummeluff hat kaum Verteidigung. Und stimmt, wir spielen ja immer noch mit Nintendo Switch Online. Erweitere dein Spielerlebnis. Ich hätte mich schon wundern sollen, dass wir bisher heute noch gar keine Lags hatten. Nein, der Lag! Hä, willst du mich flachsen einfach? Ja, Bowser ist gut. Wir sind zwei. Achtung, ich brauche Hilfe. Jawohl, Ness ist raus. Nein, in dem Moment, in dem ich Final Smash hatte. Komm, das ist der schlechteste Final Smash im Game. Ich würde sagen, echt sogar noch vor Mario haben wir den schlechtesten Final Smash im Game bei Pummeluff. Jawohl, ich war schneller im B drücken. Was willst du tun? Ich wollte gerade sagen, ich werde auf Ness gehen, aber beide wären mir am liebsten. Wir nehmen beide. Es sieht gut aus. Alter, aber dieses Pummeluff hat schon Hardtonangriff. Der Undertale Pro überlebt natürlich PK Starstorm. Ness ist tot. Nein! Ich möchte hier nochmal eine Schweigeminute einlegen für alle Leute, die Nintendo Switch Online haben, gekauft haben,
in der Hoffnung, dass man damit spielen kann. LOL! Die Jalga hat einfach die Gun voll bekommen. Die Wombo-Combo, F-Smash into Gun. Oh Gott, ich bin nicht raus. Beide auf 77%. Ich nehme es. Als wenn. Komm, leb, leb. Oh, der taktische Final Smash. Der taktische Final Smash von Dialga. Jawoll. Bowser Gang. Ja, wir haben aber trotzdem Haus hoch hier. So, und damit war's das für heute. War ja auch mehr als lang genug. Wir haben mit jedem meiner trainierten Amiibo Turniere gemacht. Zweimal verloren. Einmal mit Dialga, einmal mit Genocide. Wobei wir mit Dialga dann noch ein Turnier geholt haben. Wir wissen jetzt, unser neuer Nemesis trägt den Namen Ikea und ist ein Ike. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Lasst ein Abo da, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Hoffentlich, wenn irgendwann wieder so ein Turnier kommt. Bis dann. Tschö.